Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Mein Name ist Luca Zeit und in der letzten Folge haben wir einen Haufen Grünsterne bekommen. Und Welt 6C, also Boss Blue Barios großer Auftritt, was ich noch immer finde, dass das schwer zum Aussprechen ist, haben wir geschafft, ja. Und Welt 5 alles geschafft, Welt 6 auch alles geschafft und ja, schaut gut aus vorerst. Und ich würde sagen, ja, auf zu Welt 7. Ja, Welt 7. Oh, was? Na. Das ist schon das Ende? Ist das möglich? Es schaut aus wie eine klassische Bowser-Welt. Was? Welt Castle? Schloss? Was? Warum? Was? Okay, dann gehen wir mal ins erste Level. Okay. Sachen, mit denen man nicht rechnet. Moment, das spiele ich sogar jetzt mit Peach, weil es ist schräg. Genau aus dem Grund. Oh ja, nice one, Peach. Okay. Die Feuerbrüder oder Flammenbrüder sind sehr gefährlich, so wie es ausschaut. Ja. Ja, genau. Ah, der Handling. So, da hast du es. Okay. Ja, den Grünstern schnapp ich mal. Sehr gut. Ah, oh, töte mich nicht. Okay, da ist sicher was Geheimes. Ich höre schon. Geheim. Ha? Ah, da ist Geheime. Ein Leben. Okay. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir mal. Vielleicht noch eine Feuerblume für mich? Bitte? Oh, ein Hammerbruder auf einen. Aua. Gumba-Stapel. Und ein Stempel. Geil. Aua. Okay, wie wäre ich alle los? Das ist gefährlich. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Okay, da sind wir wieder da. Und dieses Mal schaffe ich es sogar. Okay. Aber ich bin trotzdem klein. Und ja, das ist nicht schön. Okay, jetzt ist besser. So, die Sache ist nur die. Wo geht's da weiter? Aha. Sehr interessant. Das schaut so aus, als würde ich da, glaube ich, gern hinaufgehen. Aber es fällt mir gerade im Moment nicht leicht. Schauen wir mal. Oh, 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 da ist etwas. Sehr schön. Und da haben wir. Ein Grundstern-Ding. Okay, wie funktioniert das? Da hinauf, dann hinunterfallen, vielleicht einen Schubser geben und so. Nein, das war nicht intelligent. Okay, was passiert, wenn ich versag und dann zurückgehe? Ah, dann geht's ganz leicht. Okay, probieren wir es gleich nochmal. Vielleicht diesmal ein bisschen intelligenter das angehen. Ah, ja, perfekt. Schau, geht. Doch, irgendwie kriege ich es doch immer zusammen. Okay. Immerhin haben wir einen zweiten Grünstein jetzt auch. Und es fehlt dadurch nur noch der dritte. Ich habe zwar keine Ahnung, wo er ist, aber ich werde einmal da. Okay. Hammerbruder, wo. Ah, Hammerbruder? Feuerbruder, meine ich. Das heißt, du machst es sehr gefährlich. Aha, verstehe schon. Jetzt. Bam! Okay, der ist einmal tot. Okay, und ich sehe auch schon, wie das mit dem dritten funktioniert. Und genau deswegen klee einmal alles raus, was ich da schon mal finde. Dass ich. Ja, dass ich das Level nicht nochmal besuchen muss. So, jetzt müsste es leicht sein. Also 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ja, und ein Leben gibt es auch noch gratis dazu. Sehr schön. Und damit haben wir alles. Klasse. Okay, gehen wir. Ah, das Feuerlava schaut aber auch schön aus. So schön blau. Reizt mich schon irgendwie. Ah, Gumbas. Okay, wenn ich alle töte, dann fällt mir das sicher leichter, dass ich den töte. Also, perfekt. Und Geheimes, ich vermute mal nicht, ich habe ja schon alles eigentlich.
Nur die ganz geheimen Sachen fehlen halt eventuell noch. Aha, verstehe schon. Da! Okay, war zwar nicht perfekt, aber da ich mit Peach unterwegs war, war das kein Problem. Juhu! Okay, war ein recht langes Level. Ist mir zumindest zuvorkommen. Naja, ich habe auch ein paar Mal versagt, deswegen sicher. Aber, hey! Mein Gott, geschafft ist geschafft. Okay, wo geht's weiter? Da haben wir das Level 2. Das was mit Feuerpiranhas ausgestattet ist und das hier Lava behaftet ist. Das rechte Level kenne ich noch. Das linke sagt mir aber leider gerade nichts. Okay, sagen wir mal. Schauen wir mal, was das ist. Fackeln in der Finsternis. Finsternis finde ich nicht schön. Okay. Wo ist die Feuerblume? Muss irgendwo da sein. Münzen finde ich sehr schön. Da soll der Feuerblume irgendwo drin sein? Ja, perfekt. Weil dann sicher wenigstens ein bisschen mehr. Aha, verstehe schon. Easy. Und durch. Okay, eine zweite Feuerblume. Und da haben wir so Sachen zu anzünden. Na, Kletter. Durch. Stachis. Du bist im Weg. Sind das Abgründe? Na, schaut nicht so aus. Na, eben nicht. Zum Glück nicht. Ha. Sonst wäre es ja schlimm. Ich finde es nur gerade blöd, dass. Dass ich noch keinen Grünstern habe. Oh. Okay. Hauptsache, ich rede einmal ganz kurz von Grünsternen und. Ja, da ist er schon. Hey, wo ist eigentlich der Stempel? Stempel? Mitten erscheint gleich. Er erscheint gleich. Das wäre ein Wahnsinn. Vielleicht da oben? Ah, shit. Okay, Grünstern passt auch gut. So, was haben wir da? Gegner? Ein Feuerpiranha. Schon tot. Und da hinunterfallen will ich definitiv nicht. Das wäre schlimm. Sehr schlimm. Feurig schlimm. Okay. Apropos feurig. Feuerblümchen. Blümchen. Nons. Und. Wow. Okay, das ist verdammt hell. Da rechts vielleicht? Ahaha. Excellent. Okay, was haben wir. Was haben wir da? Okay, da gehen wir jetzt zuerst auf Gegnervernichtung. Weil sonst haben wir vielleicht noch kein Problem mehr. Und das finde ich nicht sehr schön. Alle tot? Ja. Na. Ja. Gut. Okay. Jetzt haben wir aber. Sehr schön. Und damit war's das. Okay, aber ein Grünstern fehlt mir trotzdem noch. Da oben vielleicht? Oh, ich und meine Instinkte. Okay. Ich verstehe schon, wie er da aufgekommen. Ein Drehsprung wäre, glaube ich, angebracht. Oder geht's so? Ja, geht auch. Wow. Okay. Irgendwie habe ich es durchgeglückt, dass ich da noch alles erwische. Okay, der Gegner muss sterben. Weil er ist im Weg. Und durch. Klasse. Lauf durch. Wie nennt man den Mario eigentlich? Feuer Mario? Ich hoffe es. Ich mag auf jeden Fall sein Gewand zu. Eigentlich lieber. Was ist eure Meinung dazu? Ich weiß nicht, also war interessant. Irgendwie hat er so relativ viel Stil, meiner Meinung, deswegen mag ich ihn. Und ich sehe Geheimnisse. Geil. Okay, da ist auch ein Geheimnis. Wie schaut die Ausrüstung derzeit aus? Egal. Gehen wir da hinein und vielleicht ist ja was Schönes und so. Peach darf antreten. Was? 100 Sekunden? Okay. Das lässt nicht viel Zeit. Okay, hinter uns ist nichts und. Oh,
schnell sind wir unterwegs. Bitch, go! Okay, lieber da. Oh, ich verstehe schon. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Und... Oh! Man stirbt sehr leicht. Besonders wenn man alles einsammeln will. Dann funktioniert alles! Oder auch nicht. Ah, Bitch, 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 Bitch! Oh! Okay, wo lang? Gut, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo lang. Okay, passt, passt, passt. Dann die grünen Münzen. Okay, eine Runde drehen. Das ist kein Problem. Noch eine. Für mich. Und eigentlich eine Stampfattacke machen. Jo. Bleibe ich dabei stehen? Ja, nicht wirklich. Pitch, 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 pitch. Ah. Okay. Irgendwie haben wir es Tom gebracht. Und wo geht's jetzt weiter? Das ist jetzt die gute Frage. Ah, ich sehe etwas. Ich habe so viel Angst. Okay, den Treffer nehme ich einfach hin und gehe. Ich nehme ihn hier und gehe. Hey, und das war gerade perfekt. Bam! Wow! Okay. Dreimal perfekte Level. Und irgendwie mag ich die kleine Peach, die ist so süß. Groß, ja. Boah, passt schon, aber so klein, ach. So klein und süß, ach. Ich weiß nicht. Voll mal. Was haben wir noch? Okay. Besuchen wir gleich. Denke ich mal zumindest. Wie schaut's mit der Zeit aus? Tut eigentlich, glaube ich mal. Oh, ich hab keine Ahnung. Schauen wir mal. Was haben wir da? Oh, was vergessen? Hm. Naja. Egal. Irgendwann werde ich eh alle Stempel besitzen und so. Und ich glaube, ich habe in der letzten Folge die Stempel gar nicht hergezeigt, welche ich bekommen habe. Naja, eigentlich ist es eh egal, oder? Ich weiß nicht, interessiert euch das? Also, ich kann schon herzeigen, wenn ihr das wünscht, aber das müsstet ihr dann irgendwie erfahren durch einen Kommentar oder dergleichen und ja. Ich glaube, eine kleine Sache erledige ich noch. Nämlich den. Schauen wir mal, ob das gut ausgeht. Ich bin ja doch klein. Peach, lieber nicht. Fighting Time? Oh, okidoki. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und der eine hätte mich fast getroffen. Und sie töten sie gegenseitig. Das ist das Schöne daran. Hohoho. Lauft ja super. Und zack. Auch wenn ich klein bin. Gegner haben keine Chance. Last one, Mario. Das waren, wie viele Sekunden? 27. Leider steht sicher irgendwas. Feuerblume gegen Feuerblume. Ha, interessant. Okay, ein weiterer Grünstein für mich. Und das Level ist auch fertig. Sehr schön, das war... Was? C? Das vierte Versteck C? Das heißt, dass A und B auch irgendwo sein sollte. Okay, das ist einmal höchst interessant. Aber, naja, ich denke, das war's schon mal für diese Episode. Ich danke euch damit auch schon fürs Zusehen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Zu Super Mario 3D World. Also, bevor ich es vergesse, es würde mich übrigens sehr, sehr freuen, wenn ich von euch ein Like bekommen würde, weil der einfache Pilz ist irgendwie nicht ausreichend für mein Überleben. Naja, hilft vielleicht. Dann hilft wenigstens ein Like. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Fertig.